Liebe Freunde, wir haben das neue Kirchenjahr mit der Taufe Jesu begonnen. Jesus ließ sich taufen und startete seine Mission, das Reich Gottes zu verkünden. Er sagte, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Die Zeit drängt. Darum braucht Jesus Mitarbeiter. Er ruft die Menschen, kommt und folgt mir nach. Sie lassen alles zurück und folgen Jesus ohne zu zögern. Jesus lädt uns ein, nicht an dieser Welt zu hängen, sondern nach dem Reich Gottes zu streben. Wir sollen uns ganz Gott und seinem Willen hingeben. Jesus hat uns klar gesagt, ihr könnt nicht Gott und dem Reichtum zugleich dienen, der Apostel Paulus ermahnt uns, die Zeit ist kurz. Darum sollt ihr euer Leben neu ausrichten. Er sagt, lassen Sie sich nicht von dieser Welt bestimmen, denn die Form dieser Welt ist vergänglich. Der Prophet Jona sagt zu den Leuten in Ninive nicht, dass sie umkehren sollen, sondern nur die Worte des Gerichts, noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Die Frage für uns ist, bin ich bereit, auf Gottes Seite zu stehen, in meinen Entscheidungen, Tätigkeiten und Plänen, in meinen Beziehungen zu Gott und zu den Menschen? Wir sind alle von Jesus berufen worden, grundlegend durch die Taufe, um seine Jüngern und Jüngerinnen zu sein. Und dann durch eine besondere Berufung zum Familienleben oder zum geistlichen Leben. Wie gehe ich mit meiner Berufung um? Welche Veränderungen brauche ich?